Nee, das war mein alter Gürtel. Brauch ich nur. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Dann werde ich sie schließen. Okay. Ich bringe Nachricht vom König der Welt. Die Dämonen sind in der Bastion. Sie kommen aus den Tiefen. Zu den Waffen. Nein, erst Dinge verkaufen. Oh, komm mal hier. In die Tiefen. Ja, nur einer oder auch. Seelenreißer sind der Fluch der Lebenden. Es sind Kreaturen, die aus der unendlichen Bosheit entstanden sind, die im Inneren der Hölle brodelt. Sie sind beweglich und flink und halten sich mit ihrer riesigen Zunge an ihrer Beute fest, um sich dann schlagartig heranzuziehen und auf ihr Opfer zu schwingen. So ich benötige mehr Zorn. Wenn er es erst einmal geschafft hat, ist er nicht mehr davon abzuhalten, sich an seinem Opfer zu weiden. Mhm. Gehen Sie mich nicht verwirren. Nein, meine Zunge tut so komisch weh. Im Namen des Lichts. Jetzt werde ich mich beweisen. Im Rahmen des Nichts. Oh, schlaue Männer. Einfach keine meiner Skills benutzen. Echt? Ja. Außer geht dein... schlecht mit einer. Oha. Halt die Katze. Auf meinen Schoß. Reichen werden. Kannst ja gar nicht fragen, ob die Katze spielt. Aushilfen. Genau, frag mal Tiger, ob er dir hier einfach mal hilft. So mit deinem... Weil die Fähigkeit hat. Verbrennt ja. Im Licht. Wenn er gerade zu krass einschlägt. Genau, du spielst hier so. Streichelst ihn so währenddessen, der pennt einfach mal ein. Reicht ein, okay. Hm? Er schläft ein gesagt. Nicht er streichelt ein. Hast du nicht gesagt, du schläfst ein, streichelt ein dann? Nein. Ich hab gesagt, du streichest ihn und dann schläfst einmal ein. Einfach weil er das so langweilig findet. Im Namen des Lichts. Den einzigen Skin, den du natürlich benutzen kannst, ist. Silot, dein Part. Oh, change now. Ja, genau. Hättest du so ewig sagen sollen, so. Change now! Ja, ich war gerade in Einstellungen drin. Jetzt alles umgestellt. Macht euren Frieden. Jetzt! Ein Geist ist so gespielt, wir haben den einzigen Skill, den er wirklich nur benutzt hat, weil ich gerade immer so. Change now! What the fuck? Du hast immer so dieses. Change now! Gehört und dann wurde er immer angegriffen werden. Ich glaube, meine Katze möchte jetzt wieder raus, oder? Ja. Warum das denn? Ich hatte das Glück, während meines Lebens viel über die komplizierte Geschichte der Barbaren herausfinden zu können. Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Ja. Die Legende besagt, dass sie Nachkommen von Bulkatos sind. Einem Urahnen, der ihre Ideale von Stärke, Tapferkeit und Mut verkörperte. Burst-Modus! Hier gemacht, Trophy. Voll Gold. Falls du ich Level vor. Man sagt auch der einfach nach kurzer Hand nach mir dann Level Up hatte. Oh
rein. Ey, komm auch rein. Komm mit aber. Ja, also. Gewesen. Ja? Ach, das lebt ja. Es lebt! Starkes Bollwerk. Ja, Linda ging schon. Ah, mein Auge juckt. Ah. Er hat sogar. Wer ist denn das hier? Pause nur. Was? Oh gut. Ja, der Link, den ging es dann. Immer dieser legendäre Gegenstand. Immer dieser Zillard, der immer so, so geil auf legendär Zeug ist. Macht nicht euren genug Zorn. Jetzt! Genau wie bei Dragon Ball. Da ist er auch immer so geil auf Dragon Balls. Die Kinder von Vulkatos ließen sich in den nördlichen Städten nieder. Einem Gebiet, das Problem eigentlich an der PC-Version, es gibt so viele Cheater. Ihre Kultur war nomadisch geprägt. Wir haben zum Beispiel einen ultimativen Bu gesehen. Allerdings der war Level 3 und hat irgendwie die 8 Meister abgeschlossen. Ja. Eine Gruppe ehemaliger Krieger hat irgendwie alle Fähigkeiten zum Ältestenrat ernannt, herrschte über diese Barbaren. War doch cool, stimmt. Den Kreuzzug hält nichts auf. Dies wird der Tanz halt, Zillard. Wie komm ich da rein? Coffee Shop. Genau, wenn ich dann so Dragon Ball Xenoverse anfangen würde zu Let's Play, dann mache ich mir wahrscheinlich wieder so eine Buu, sprich so Majin. Einfach weil ich die cool finde. Ein bisschen Super Buu. Ja. Also dann kämpfe ich so gegen Lord Pilz, weil ich sein Pudding gegessen habe. Gegen den willst du nicht kämpfen. Ich bin schwach. Und der hat so kacke Attacken drauf gehabt, ey. Außer halt diesen Todesball, den er werfen kann. Der ist okay. Ja, voll die kacke Attacken drauf. Außer diesen Todesball, der ist okay. Ja, sein Ulti hast du mal gesehen, der tötet sich instant. Und da bist du natürlich absichtlich reingeflogen, oder? Nee, die hat er niemals gemacht, die Attacke. War ja so leicht. Okay. Achso, woher willst du dann wissen, dass deine Attacke so OP ist, wenn du sie nie gesehen hast? Weil ich den Multiplayer gesehen habe. Oha. Alles zerstörende Druckbefahrer, ey. Du hast so ganz komische Ultis. Ganz komischen Todeswillen. Ey, du hast den besten Todesball, ja. Du schießt einfach so eine Mini-Version und das Ding explodiert in einem riesen Knall, aber es macht keinen Schaden. Der Dungeon ist so groß, ey. Zu groß für meinen Geschmack. Ja. Der ist zu Slubi-haft. Dann guckst du bitte auch dabei, wenn die Gewalt da sein TS hat. Ha? Ha? Ja. Dann, wo wir dann auch Slubi einladen. So, oh Gott. Ja, klar. Oh Gott. Wir dann sagen, ja. Ja. Oh je, mal gucken, wann das ist. Ach du Scheiße, das Ding explodiert ja. Ah, da ist noch ein. Ah, geh weg. Ding explodiert.
Was, die kleinen, dicken Grünen, ja, die explodieren. Ja, die machen mir voll die Schaden, weil ich nicht so viel Leben habe wie euch. Hier, ja. Das anhört. Nam, 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 nam. Sein Appetit ist voll groß und so. Auch Hunger. Er will die Rekruten fressen. Schnell, tötet ihn. Dieser Gegner wird nicht toll. Und er sieht nicht toll aus, das weiß ich. Ist okay. Aber geht einfach in Super Saiyan 3, ne? Das ist okay. Ja. Was ich aber komisch bei Dragon Ball finde, beispielsweise, wenn man sich irgendwelche kommen Leute mit, also halt irgendwelche Leute mitnimmt. So diese Computertypen da. Egal, vor allem wenn es Saiyajin ist, die verwandeln sich ums Verrecken nicht in den Super Saiyajin. Doch. Der Level 80er hat das gemacht. Der Level 80er, das waren ja Spielertypen, aber wenn du beispielsweise jemals wie so ein. Ja, ja, der hat sich auch in den Super Saiyajin verwandelt, das weiß ich. Aber nein, wenn die beispielsweise auf deiner, wenn die auf deiner Seite so gesehen sind, beispielsweise einfach, wenn du so eine Parallelquest machst. Ich freue mich schon auf den Kampf. Und ich nehme beispielsweise Son Goku mit, der sich in den Super Saiyajin verwandeln kann. Der macht das nie. Welche Form nimmst du denn von Goku mit? Ich nehme meistens immer den. Na gut, ich nehme momentan meistens immer den Super Saiyajin 3 mit. Oh, vielleicht hätte er nicht vorne wird. Keine Ahnung. Ja, der wird immer voll schnell besiegt, nutzt aber nie sein dreifachen Super Saiyajin. Ich weiß ja auch nicht, wie das mit Key bei dem Laden ja auch nicht auf oder so. Ja, das dann genug Key haben. Eigentlich weiß ich, wenn die vom Spiel aus in den Super Saiyajin Modus gehen, dann spammen die ihre Ulti. Ja. Sehr oft. Vor allem, wenn du sie als Gegner hast, dann fangen sie an, permanent immer ihre Ulti rauszuhauen. Das sieht man vor allem bei Trunks Zukunft. Also, weißt du noch, Zille, wo wir gegen ihn gekämpft haben? Was macht er? Er macht die ganze Zeit seine scheiß Ulti. Wobei, das hat mir ziemlich gut genutzt, dass ich ihm immer einen Final Flash reinhauen konnte. Was? Oder? Ja. Speisekammer. Boss, die Speisekammer. Als ob ja, der Boss die Speisekammer heißt. Bittet Grom in der Speisekammer. Ihr seid derjenige, der Fürst Belial getötet hat. Ich werde es genießen, euer Fleisch von euren Knochen zu reißen. Ah, der gepupst. Hat es nicht schon die ganze Zeit während des Redens gemacht? Herr der Völlerei, okay. Ja, ein der sieben Toten. First Modus! Gon ist der größte von Asmodans gesagt. Er besitzt ein legendärer Gegenstand. Sein unstillbarer Appetit ist sicherlich seine mächtigste Waffe. Doch seine Galle und nun ja, andere giftige Körperflüssigkeiten sind ebenso tödlich. Bei der letzten Schlacht verschlang der Fürst der Völlerei 6 Engel, inklusive ihrer Speere. Oha. Oh, ihr seid schon ich weg. Ich muss zurückkehren. Cool. Sag bei euch Atemdaten gerade auch nichts. Und mir sagt er was. Von mir nicht. Der Stein wird trotzdem mir gehören. Cool.
Der hat gerade nur, der Stein wird trotzdem mir gehören, gesagt. Weißt du, was war abgehört so? Oh, es kann bessere Sachen herstellen. Der hat nichts gesagt, außer der Stein wird mir gehören, wird trotzdem mir gehören, okay. Erstmal ein paar OP-Edelsteine. Sockel tun. Ah, ich krieg nur schwächeres Zeug, ist doch scheiße. Der Schmied mag mich nicht. Oh. Armes Foxy. Ja, so scheiße, Mann. Alles scheiße, ja. Dann renn ich halt mit den Lohsachen hier rum. Egal, ist alles scheiße, ja. Egal, ja. Alles scheiße, ja, Mann. Oha. Ich hab voll das Lichtschwert bekommen, Alter. Von da. Vor das Lichtschwert, Alter. Jetzt mache ich voll die Lichtschwert-Action. Warte mal, kostet der Gegenstand 1 Million? Ja. Aber wir müssen nach da unten jetzt. Geh mal hin, oder? Ah, der Asgard schon losgezogen. Oh mein Gott! Wow. Alter, ich hab alles verpasst, danke. Das ist voll die Special. Oh Gott, ist der Monster! Böses! Böses Schwarzes kommt daher! Der Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Okay. Ich werde mich durch die Schlacht kämpfen und den Ariad-Krater betreten. Dort verbirgt er sich. Jemand interessiert sich für die Menschen, die gerade gestorben sind, okay? Ja. Das sind Asmodans Belagerungswaffen. Boah, viele. Die Rettung dieser Mauern war nur von Bedeutung, wenn sie jetzt nicht doch noch zertrümmert werden. Ich werde seine Waffen zerschmettern, bevor es dazu kommt. Mein Lieber, voll die Glatze. Warum schießt die denn das Ding nochmal an? Ich dachte, der ist stabil schon. Die schießt das heute nochmal an. Nein, sie muss es ja halten. Bändig. Ja. Damit die so den Seelenstein beschwören kann. So können wir die nicht einfach zerstören und dann die Dämonen daraus tun und dann nochmal alles zerstören? Also ich würde den eigentlich gerne absolvieren. Die Bastion ist gerettet. Dann die Welt zerstören. Nein, genau. Du jetzt gehe ich auf das Schlachtfeld, wo Asmodans Kriegsmaschinen unsere verstreuten Soldaten bombardieren. Genau, die Kriegsmaschinen schießen auf einzelne Soldaten. So ein Soldat, das so ein riesiger Ballistenpfeiler stößt, den so. Der einfach mal 10-mal größer ist als dieser einzelne Soldat. Okay. Der GG. Es heißt, er hätte der Asker ist schon weitergegangen. Der hat keine Zwischensequenz dort. Ich hatte gerade eine Zwischensequenz. Ja. Und du bist schon weg? Ja. Ich hatte als erstes. Das ist doch. Ich hab jetzt Tempo rüsten. Den Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Cool. Tschüss. Ich mach dir Lichtschaden. Wo ist der Lord? Du holst gerade meine Armee. Ach, du holst gerade deine Armee. Das sind meine Soldaten. Cool. Und weg. Mal ja. Guck mal, wir sind ja fault. Jetzt muss er von vorne anfangen. Mit seiner Armee. So viele Soldaten rekrutiert. Kaum kommt so ein Typ, wer tötet alles. Guck mal, hier sind Fallen. Ja, die Brücke von Korsik.